Herzlich willkommen. Ja, musste gerade überlegen, wie ich hier begrüße. Willkommen zurück zu Anstoß 3. Wir sind hier bei Eintracht Frankfurt. Gucken, wie sich das hier entwickelt hat. Das hier war vor der Saison und dann geht es gerade so ein bisschen runter, warum auch immer. Könnten vielleicht auch nochmal gucken. Nicht in den Optionen, sondern hier. Das hätte mich mal eben interessiert. Manager Level 4, das ist ganz schön dürftig. Zuletzt ging es wieder ganz schön runter. Haben bisher nur einen einzigen Erfolg und immerhin einmal Trainer des Jahres eine Finalteilnahme. Aber ansonsten ja, war es noch nicht so erfolgreich. Mich hat alles interessieren. Wir haben 39% der Spiele gewonnen. Naja. Beliebtheit? Oha. Überhaupt nicht. Nur die Spieler mögen uns. Gut, mit denen müssen wir arbeiten. Der Rest muss nur mit uns klarkommen. Und dann wollte ich hier nochmal reingucken. Wir können uns nämlich einen Hubschrauber leisten. Jawohl, Hubschrauber ist natürlich auch eine schöne Sache. Und ansonsten sprechen die Spieler wieder mit uns. Immer noch nicht. Meine Güte, das hat ja schon immer so lange gedauert. Memmen. Görtler hat sich einen Achillessehnenabriss zugezogen. Ja, super. Und Stefanie, die Freundin von Spieler Lukas Görtler, lehnt dessen Heiratsvertrag einfach ab. Erst undrücklich. Na super. Also erst richtig schön verletzt und dann auch noch Heiratsantrag abgelehnt. Das ist, glaube ich, ein schlechter Sonntag gewesen für ihn. So, Bayern München hat es tatsächlich noch geschafft und Wolfsburg auch. Dann zeige ich euch jetzt hier nochmal wieder die Champions League Gruppen, wenn es euch interessiert. Wie gesagt, dann einfach, wenn ihr genau gucken wollt, immer an diesen Stellen das Video pausieren. Leverkusen gewinnt 2:1 gegen Borussia Dortmund, steht schon mal im Finale. Und Bremen spielt gegen Freiburg und verliert mit 0:2. Ja, Freiburg gegen Leverkusen, das Finale. Hier sind auch noch dann die aus dem UEFA Cup mit dabei und ansonsten halt aus ganz vielen anderen Ländern schön beteiligt. Wimmer, es ist natürlich auch interessant, aber brauchen wir nicht. Ja, dann geht's jetzt los. Ich dachte eben schon, das wäre letzte Woche gewesen, aber es geht erst diese Woche los. Mal gucken, wie lang fällt Görtler aus. 18 Wochen. Ja, schön. Er ist dann gegen Werder Bremen wieder fit. Hätte auch das Training runterstellen können. Da war das gleich wieder. Aber gut, ist eine Ergänzungsspieler. Auch hier müssen wir dann wieder gucken. Brauchen wir einen? Brauchen wir keinen? Wir haben jetzt noch drei, die auf den Flügeln spielen können. Das sollte im Normalfall eigentlich reichen dafür, dass wir wöchentlich ein Spiel haben. Wir sind optimistisch. Sprechen die Spieler wieder mit uns? Nein. Sag mal, also wie lange brauchen die denn? So. Görtler findet es toll, dass wir uns auch um die verletzten Spieler kümmern. Und Owono hat sich jetzt schon verbessert und hat schon Stärke 4. Ist ja auch riesiges Talent. In einem Trainingsspielchen geht es voll zur Sache. Die unglaublichsten Kombinationen gelingen und am Ende steht es 4:4. Alle sind zufrieden und die Stimmung steigt um einen Punkt. Das nehmen wir natürlich gerne mit vor dem Spiel. Freiburg holt sich den Ligapokal. 1:0 gegen Leverkusen. Und dann geht es jetzt tatsächlich los. So, jetzt würde mich aber trotzdem interessieren, warum spielt Johnson? Johnson hat eine Form von 10,0, 62, 53. Hector hingegen 96, 29, 11,1. Spielt Hector. Den werde ich auswechseln zur Halbzeit, aber die kann er spielen. Ja, ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Okay, Mittelfeld sieht soweit super aus. Passt. Und dann schauen wir als nächstes in die Gegenüberstellung. Sieht hier sehr frei aus, aber ich glaube, man könnte auch täuschen. Also wir sollten nicht über links spielen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wir lassen das so. Und dann würde ich sagen, ja, starten wir den ersten Spieltag. Mal gucken, wie es läuft. Ob es besser läuft als letzte Saison, wobei da haben wir ja einen ganz guten Start hingelegt.
Ja, wüsste ich jetzt nicht, was wir sagen sollen. Bisher, Vorverkauf ist ja erbärmlich. Nur 28.670 Zuschauer, das ist ganz schön wenig. Grünewald kommt 25 Meter vor dem Tor an den Ball, läuft noch drei Schritte, zieht dann ab und macht das 1:0. Ja, sein erster Saisontreffer logischerweise, eben gleich im ersten Spiel. 4 Minuten gerade mal gedauert und es war trotzdem nicht der erste Treffer. Nein, davor war noch jemand mit 1:0 in Führung gewesen, ich glaube Schalke. Edmilson Fernandes, oh ja, macht das 2:0. Und Grünewald schaut den Ball etwa 19 Meter vor dem Tor, leitet ihn sofort in den Strafraum weiter. Kein Absatz, der Rascheist, ein Schritt schneller als Schiebel, kommt mit der Fußspitze an den Ball, glänzend gehalten von Schwarz. So, jetzt können wir erstmal durchatmen, denn das muss natürlich so rum hin. Gelb für Ulises Garcia wegen eines Foulspiels. Wow, was für ein Start. Kirev nimmt den Ball mit, spielt ihn auf die rechte Seite. Dort steht Grünewald, er nimmt den Ball mit, lässt Kainz aussteigen, spielt vor dem Strafraum quer. Kirev kontrolliert den Ball, spielt ihn wieder nach rechts. Dort ist wieder Grünewald. Jetzt muss er wieder Kainz ausspielen, macht er auch nochmal, nimmt den Ball mit. Aber einer der Gegner kann ihm den Ball abnehmen. Also diesen Move habe ich jetzt nicht verstanden. Grünewald geht auf William José los, wird von diesem festgehalten, Schiedsrichter Robert Kamka pfeift dies sofort ab und es gibt direkten Freistoß von der linken Seite für Eintracht Frankfurt aus 19 Meter Entfernung. Grünewald läuft an, dreht den Ball um die Mauer rum auf die Torwart-Ecke. Ist noch ein bisschen schnell gerade, aber Schwarz kann den Ball locker abfangen. Jo, und schon führen wir mit 2:0. Jetzt kommt, wie versprochen, Johnson für Hector. Ansonsten sieht das gut aus. Wir können auf normal bleiben. Können sogar noch. Hier, Gilles, gleich eine 2,5. Trotzdem wird Fernandes gelobt. Und dann hoffen wir, dass die jetzt genauso weitermachen. Einwurf für Eintracht Frankfurt von der rechten Seite durch Erbil. Der wirft kurz zu Werner. Der flankt scharf auf den langen Pfosten. Der Ball dreht sich ganz leicht in Richtung Tor. Schwarz streckt sich und hat den Ball. Können sich bei Schwarz bedanken bisher, dass sie nur mit 2:0 hinten liegen. Jetzt gibt es auch noch Gelb für Safer Erbil wegen eines absichtlichen Handspiels. Der hat jetzt nur eine 4,0. Den sollten wir vielleicht mal rausnehmen. Fernandes macht sogar noch einen Doppelpack zum 3:0 nach Vorlage von Posselt. Da würde mich nochmal interessieren, wo ich den her habe. Der ist Deutscher. Ist gekommen vom VfB Stuttgart. Ah ja, interessant. Wo er auf einmal erschienen ist, für ihn wird jetzt Giannetti kommen. Fernandes spielt genial, hat aber auch schon Gelb. Mutig? Sind wir mutig? Ich glaube, ich lasse ihn erstmal drinnen. Ja. Das kann er so in der 75., 80. welchen vielleicht rausnehmen. William Rossi hebt den Ball direkt vor den Strafraum. Dort steht Seibeck, nimmt den Ball mit der Hacke mit, dringt in den Strafraum ein, schießt aber weit drüber. So nicht. Und jetzt wird tatsächlich Kehle für Fernandes kommen. Oh, er fragt auch nicht, warum. Und dann habe ich schon dreimal gewechselt. Ach ja, Johnson habe ich gebracht. Ah, sonst hätte ich gern auch die Regie nochmal drin gehabt. Aber gut. Petzos legt die Kugel flach an die Strafraumlinie zurück. Gnabry sieht sich Giannetti gegenüber. Schöner Doppelpass mit Zinal. Schlägt den Ball hoch Richtung Eckfahne. Aber er verzieht für ihn völlig und der Ball landet im Seitenaus. Boah, Mainz hat hier aber auch einen Traumstart. Kehle nimmt den Ball mit der Hacke mit. Schiebel hat aber aufgepasst und schlägt den Ball weit nach vorn. Und ich weiß auch schon gegen wen. Ihr könnt es oben sehen. Seibeck startet Richtung Tor. Sokrates versucht ihn einzuholen. Kann ihn tatsächlich vom Ball trennen. Super Tat. Rettet das 2:0 und wir gewinnen 3:0 gegen Werder Bremen. Das war ein richtig guter Saisonstart. Kann Bayern München nicht von sich behaupten. Die werden von Mainz mit 6:1 abgewatscht. Ich weiß nicht. Ist sowas schon mal passiert im wirklichen Leben, dass Bayern so hoch verloren hat? Damals vielleicht noch, aber eigentlich waren sie ja schon immer dann oben mit dabei. Ja, also Mainz gehört dafür auch in die Elf des Tages. Kirev hat es trotzdem irgendwie geschafft. Ante Rebic. Aber manchmal ist das so, dass die Spieler woanders aufblühen. Kelly. Ach, so viele interessante Spieler. Und König bekommt ein Angebot. Das freut mich. Einer ihrer Spieler hat damit den Rekord für die meisten Ligaspiele hintereinander verbessert. Schön. Erbil hat sich in Flanken verbessert. Ach, das erklärt einiges. Warum ist das so? Ich will das nicht. Keiner. Keiner. Keiner.
Das ist, weil ich den mal so drin hatte und der merkt sich das. Der merkt sich ja auch hier diese Training und das merkt er sich auch, zeigt es aber nicht an. Das ist nicht schön. Sollten die Entwickler mal patchen. schön wär's. Mal so ein Anstoß 3 in neu, das wäre, hätte was. Das hätte echt was. Also Calypso, mach da mal was. Oder einfach Anschluss 3 mal bei GOG, das wäre auch schick. Dann könnte man, würde man es einfacher zum Laufen bringen als jetzt. Zurzeit habe ich da auch wieder lustige Bugs, dass das Spiel überhaupt mal startet. Ich krieg's hin, aber ich muss mir die Exe-Datei jedes Mal neu irgendwo herholen. So aus anderen kopierten Ordnern, die ich irgendwie vorher hatte. Alles sehr seltsam. Okay, spricht Johnson wieder mit uns? Was willst du eigentlich? Ich meine, ich habe mit ihm... Moment, wo ist der Kalender? Ich habe mit ihm gesprochen. Da, direkt in der ersten Woche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Wochen sind jetzt schon vorbei. Vielleicht nach 2 Monaten? Ich weiß es nicht. Ah, das finde ich schon anstrengend. Also. Simon König wird zur TSG Hoffenheim gehen. Ja, unserem neuen System geschuldet. Hat hier eigentlich immer, wenn er gebraucht wurde, kam damals wohl von der Jugend von Bremen 2, gibt es eigentlich auch nicht. Mit Stärke 2 hat er angefangen, ist ja richtig groß rausgekommen. Hatte immer auch nur 20 Einsätze. War halt auch immer Ergänzungsspieler. Ich weiß gerade wirklich nicht mehr, ob ich jetzt mit dem doppelten Marktwert anfangen sollte oder mit dem doppelten, was die bieten. Aber ich glaube, ich mache mal lieber den doppelten Marktwert. Bieten ja eigentlich schon recht gut. Aber man muss ihnen schon entgegenkommen. Also das hilft nichts. Denn ansonsten kommt da gar nichts. Perfekt. 5,3 Millionen. Gehen auf unser Konto. Okay, Champions League, erster Spieltag der Gruppenphase gespielt. Und wir spielen gegen Greuther Fürth, den wir ja so ein bisschen zum Klassenerhalt geholfen haben beim letzten Mal. Mich interessiert ja, kann ich nicht drauf zugreifen, wie der Hector hat jetzt schon wieder Einzeltraining gemacht, das ist klar. Vallejo wird jetzt spielen. Ach, das habe ich mal Johnson eingewechselt. War auch seltsam. Naja. Ansonsten muss Fernandes hier wieder runter. Passt. Das passt auch. Ja, was soll man da noch groß zu sagen, ne? Ich wollte mal gucken, wer die Aufsteiger waren. Das waren Ingolstadt, St. Pauli und Hoffenheim. Ah ja, gut. Dann haben wir jetzt die Aufsteiger hier schon ganz gut versorgt mit Spielern. Gucken, wie wir uns jetzt hier gegen Fürth spielen. Da kann ich ja vielleicht sogar noch sagen. Ach Leute, die kenne ich doch. Die meisten Spieler kenne ich doch noch von früher. Die habe ich selbst trainiert. Das kriegen wir schon hin. Da machen wir uns gar keine Sorgen. Ich weiß doch genau, wie die spielen. Die Spieler haben ihre Ansprache verstanden. Das ist gut. Ich weiß halt nicht, wie lange man dies machen kann. Und auf geht es. Eintracht Frankfurt bekommt einen Einwurf von der rechten Seite durch Kirev. Zum an der Seitenlinie des Strafraums wartenden Tarasay, der stoppt den Ball mit dem Fuß, dreht sich, flankt in die Mitte. Werner kommt von Goldson bedrängt zum Kopfball und drückt den Ball sehr schön. Fußabwehr von Kepa, Ecke. Ausgeführt wird das Ganze von Grünewald. Schüttelt sein Schussbein noch einmal aus, schlägt den Ball mit sehr viel Schnitt in die Mitte. Kepa kommt heraus. Faustet den Ball kompromisslos aus der Gefahrenzone. Also der vierte Keeper ist wach. Rot für Grünewald. Na, herzlichen Glückwunsch, nachdem er seinen Gegner umgeschubst hat. Ja, dann werden wir Fernandes jetzt auf die rechte Seite stellen. Obwohl den Spielmacher... Nee, Grifo kommt auf die rechte Seite. Es macht keinen Sinn, den Spielmacher aus der Spielmacherposition herauszunehmen. Ja. Aber wir können halt die rechte Seite auch nicht völlig blank lassen. Also jetzt 80 Minuten in Unterzahl in etwa. Und die Vierter können das jetzt nutzen. Der Ball flankt, Kunos flankt den Ball auf den kurzen Pfosten. Da steht aber Sokratis und kann den Ball zur Ecke köpfen. Die wird von Beste durchgeführt.
Sokrates ist wieder da und kann wieder zur Ecke klären. Die wird ausgeführt, wieder von Beste natürlich. Und wieder steht dort Sokrates und diesmal kann er den Ball komplett entschärfen. Sehr gut. Ecke, jetzt mal für uns. Ausgeführt wird das Ganze durch Posselt. Der schlägt den Ball auf den kurzen Pfosten, aber da fehlt uns unser Eckenschütze. Minuten gespielt. Ja, das ist sehr, sehr enttäuschend. Diese rote Karte, das war echt nicht schön. So, kann Erbil eigentlich auch auf der linken Seite spielen? Ja, das ist schon mal ganz gut zu wissen. Fernandes, nur eine 4,5. Kommt Kede rein. Und da unser System kaputt ist, machen wir das so. Und die anderen lasse ich aber erstmal noch drinnen. Jill können wir loben. Kontrolliert offensiv machen wir nicht. Wir machen das eher so. Bin ja fast versucht, auf Konter zu gehen. Ich glaube, das mache ich auch, wenn so der in den letzten Minuten vielleicht. Beste macht das 1-0. Ja gut, damit gehen wir jetzt auf kontrolliert offensiv. Kontrolliert offensiv, ja. Und den Einsatz nochmal nach oben schrauben. Vallejo glänzt heute nicht. Vielleicht macht das Hector besser. Dann so nochmal ein bisschen warten und dann bringen wir nochmal einen Stürmer. Taraschei macht den Ausgleich, dann können wir hier wieder auf normal gehen. Mache ich bewusst, damit wir halt hinten nicht so offen sind. Hat super funktioniert. Origi kommt für 2,0, 3,0 Werner. Kehle geht auf Kike zu, verliert aber den Zweikampf. Ja. Posselt schoppt den Ball etwa 19 Meter vor dem Tor, spielt sofort den Pass in den Strafraum. Kein Abseits. Taraschei stoppt den Ball kurz hinter der 16-Meter-Linie. Legt für den heranstürmenden Origi auf. Was für ein Schuss, aber sicher gehalten von Kepa. Ja, dann kann der nicht so doll gewesen sein, der Schuss. Dann kann er nicht so gut geschossen sein. Kike nimmt den Ball perfekt an. Präzise Flanke in den Strafraum und Kirev kann klären. Ja, also nach dem schönen 3-0 gegen Bremen gibt es hier ein 1-2. Doch nicht. Russell Kennis hilft uns mit seinem Eigentor. Und wir nehmen hier tatsächlich noch den Punkt in Fürth mit. Beim geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Aber wie gesagt, wir waren fast die ganze Zeit in Unterzahl. Boah, haben wir Glück gehabt. Haben wir Glück gehabt. Also da weiß man noch nicht, wo man steht. Die Bayern konnten sich tatsächlich erholen. 4-1 gegen Wolfsburg gewonnen. Okay. Also bei Bayern weiß man auch noch nicht, wo sie stehen. Ja, ansonsten würde ich sagen, lassen wir es dann dabei für diese Folge. Und das nächste Mal starten wir dann durch im DFB-Pokal gegen den SC Paderborn. Da können wir nochmal gucken. Mache ich nächste Folge bestimmt wieder, da jetzt eine Aufnahmepause ansteht. Was denn mit Hertha da los? Paderborn hat aus den ersten zwei Spielen auch 4 Punkte geholt. Für einen Aufsteiger ja auch kein schlechtes Ergebnis. Die Leute sind okay. Ja gut, 2 Spieltage, da ist noch gar nichts gesagt. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann.